So, weiter geht's mit Let's Play Mafia 2. Ich meine, die Zeit war ja eh schon etwas da. 12 Minuten oder so haben wir erreicht gehabt, oder fast 13. Dann kann man da auch einen Shit machen, auch wenn das dort das Telefon stattgefunden hat. Und jetzt tun wir erstmal hier noch das Auto verwerten. Das gab auch wieder $400. Da fehlen uns dann nur noch... Ja, das geht ja. $200 fehlen uns noch. Die sollten wir auch noch zusammenbekommen. Das ist einmal... einen Laden ausrauben oder hier einen Wagen verwerten. Und wenn man beides nicht hat, dann hat man natürlich ein Problem. Wie man jetzt hier schön sehen kann. Kann ich hier rüberklettern? Nein, da ist natürlich der Stacheldrahtzaun im Weg oder eher der gut gesicherte Zaun. Weil ganz auf Stacheldraht ist er ja nicht. Wo ist hier ein Wagen? Ich brauche nur einen läppischen kleinen. Sehr schön gemacht, Vito. Ich brauche nur einen kleinen Wagen, der ungefähr $200 wert ist. Ja, der sieht doch danach aus. Und dann stehen immer noch zwei da, die wir so gebrauchen können, um dann hier heimzufahren oder eher zu Joey zu gehen. Delta Radio, EDLT. Normal sollte das doch eigentlich auffallen, wenn so eine Scheibe eingeschlagen ist. Ich frage mich, warum das hier der Polizei nicht gerade aufgefallen ist. Die müssen einfach viel fitter sein. Das muss einem sofort auffallen, sowas. Und da muss man sofort grübeln und sich hinterfragen. Und denken, Mann, was hat er damit angestellt mit der Scheibe? Naja, auf jeden Fall ist das hier unser letzter Wagen, den wir in die Presse geben müssen. Danach haben wir das Geld auch, Gott sei Dank, hier zusammengebracht. Und wir betätigen die Shoppresse. Und dann soll das jetzt auch aufblinken. Genau, wir haben das Geld. Und jetzt nur noch mit Joey treffen. Und hier ist auch schon wieder ein Wagen gespawnt. Deswegen nehmen wir einfach den gleich. Schlagen die Scheibe ein, weil es geht einfach schneller. Zumal er auch nicht so schön aussieht, um gut behandelt zu werden. Vielleicht findet ihr das anders. Ich finde, er sieht nicht so unglaublich schön aus. Zumindest wenn man ihn jetzt mit einem klasse Sportwagen vergleicht. So, dann gehen wir jetzt mal wieder oder streben mal wieder die Heimreise an. Weil eigentlich schon unser Zuhause bei Joey ist. Ich meine, unser Apartment ist ja eher unser Zweitzuhause. Die meiste Zeit verbringen wir so oder so bei Joey oder eher mit Joey. Und ja, hier war noch ein Waffenladen, dem ich nicht drin war, weil ich finde, dass man diese Waffenläden überhaupt nicht braucht. Munition und Waffen findet man ja bei den Feinden. Und da muss man ja nicht noch extra Geld ausgeben, um hier groß Zeug zu kaufen. Generell finde ich, hat man eher weniger Möglichkeiten. Man hätte ja können auch noch Nebenjobs oder so bei Derek annehmen, als er noch lebte. Aber ich finde, durch die ganzen Missionen und so hat man gar keine Zeit, diese zu machen. Genauso wenig auch Waffenläden zu besuchen oder Autos richtig zu tunen und die Landschaft zu begutachten, indem man hier einfach mal rumfährt und wilde Rennen veranstaltet oder so. Also das bleibt hier leider auf der Strecke. Das ist, was ich etwas vermisse, weil das Spiel doch sehr gelungen ist. Ich meine, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr mir das gerne mitteilen, aber das ist zumindest jetzt meine Auffassung. Und dann sind wir jetzt hier auch schon bei Joey. Und dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier machen. Also, oder eher, ob Joey das Geld auch zusammen hat. Das glaube ich ja eher weniger. Der war sicher nicht so effizient mit dem Geld. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Nein, das ist nicht mein PC. Nein, das ist nicht die Konsole. Nein, das ist nicht die Aufnahme. Da ist gerade irgendwie ein Tier auf der Straße verreckt. Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas Ekliges. Keine Ahnung. So, Joey, hallo. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Ach,
Habt ihr gerade diese melancholische Stimme von Vito Vielleicht ist gehört? Joe bei Eddie im Falcon. Tja, und dann gehen wir mal zu Eddie. Den haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wir haben zwar einen Auftrag für ihn gemacht, aber gesehen haben wir ihn nicht. Vielleicht ist er auch schon tot. Keine Ahnung. Haben wir vielleicht noch... Nein, einen Wagen haben wir nicht drin. Da muss ich jetzt gleich danach gucken. Und dann fahren wir jetzt einfach zu Eddie, Eddie, Eddie. Und brauche Money, Money, Money. So. Oh, da rammt uns die Polizei. Wir waren fast umgeflogen. Hat der sowas gesehen? Die muss ich gleich anzeigen. Tja, Eddie sollte aber auch hier wieder gleich um die Ecke sein. Der hängt ja meistens in diesem Café ab. Ja, es ist in Ordnung. Schon recht, Leute. Auf jeden Fall, Eddie hängt da meistens in diesem Café ab, in der Bar von der Mafia-Bande hier. Und da waren wir auch schon öfters, also das ist hier gleich um die Ecke. Die Frage ist nur, ob da auch wirklich Joey ist. Ich meine, kann man sich da so sicher sein, wenn Joey so oder so Ärger hat und alles, oder eh schon unter Verdacht steht, was mit Wong und Tenyon alles zu tun haben und die Drogen? Würde er sich dann zu Eddie trauen? Da bin ich mir ja nicht so sicher, aber ob das wirklich so ist, das sehen wir dann, wenn wir da sind. Zumal das nicht mehr so lange dauern sollte. Genau, da sind wir auch schon. Oder fahren wir hier noch hin, parken schön. Hub noch zweimal, bestaunen diesen schicken Sportwagen hier vor uns, danach gehen wir hier rein. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wäre es erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Tja, da haben wir doch wirklich mal so einen kleinen Mafia-Krieg ausgelöst, oder etwa nicht? Das finde ich doch schon etwas amüsant. Wenn man überlegt, dass wir gerade mal so um die 10 Leute oder so getötet haben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Passt doch mal ein bisschen auf hier. Ihr elenden Gesetzeshüter. Na, auf jeden Fall, wir haben ja ungefähr 10 Leute oder so getötet. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir also, dass die komplette Stadt jetzt tobt und alles über Kopf steht, weil hier sich jetzt die Triaden verfeinden mit den Mafia-Mitgliedern und so, das ist doch schon wirklich eine amüsante Wendung. Ich hab's ja schon mal gesagt. Oh fuck. Tja, wir sollten doch hier mal umbiegen. Oder eher abbiegen. Meine Sprachfehler immer. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Naja, auf jeden Fall. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich soll mich bei Giuseppe umsehen. Bei Giuseppe. Ja, Giuseppe war ja der Typ. Nur für alle, die es nicht wissen, den haben wir ganz am Anfang kennengelernt. Der Typ hat uns beigebracht, wie man Schlösser knackt. Hat uns gleich noch einen Satz Dietriche gegeben. Und zu diesen Menschen fahren wir jetzt. Also wir werden jetzt noch etwas in unserer alten Umgebung umherfahren, da wir ganz früher mal, ja,
in der wir früher rumgecruised sind. Und dann steigen wir aus und gehen mal zu Giuseppe. Ein Italiener, so wie es sich anhört. Jetzt muss ich aber hier nur einen Eingang finden. Oh Mann, wo hat denn der hier seine Haustür? Ach, da hinten. Hä? Okay, oder auch hier. Und rein da. Oh, und so viele Treppen. Der bräuchte mal einen Aufzug. Hey Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo Vito, ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Naja, ob das schlimm oder gut ist, das kann man ja schon leicht erahnen. Vielleicht haben die Wind bekommen von den Sachen oder von den Dingen, die wir angestellt haben, die ja nicht gerade so ein gutes Licht auf die Mafia gerade geworfen haben und weshalb die jetzt auch im Clinch sind. Aber ich denke, alles Weitere werden wir schon noch erfahren. Zuerst setzen wir uns aber in unseren gut aussehenden Sportwagen. Und fahren jetzt hier mal zu Joey. Und zwar so schnell wie es geht. Ich meine, ich weiß ja nicht, was die schon mit ihm angestellt haben. Und hier bellt irgendwie ein Hund in der Nachbarschaft. Das ist unglaublich. Die Bullen sind auch hier. Rammen uns mal wieder. Wie fast jedes Mal jetzt komischerweise. Was geht denn mit denen heutzutage ab? So, und dann Tempobegrenzer raus. Viel zu überbewertet. Und dann geht's jetzt richtig los. Mal gucken, was das Teil so drauf hat. Bin mal gespannt, ob das Teil schon die 100 schafft. Gut, wenn man nicht abbiegen müsste, könnte er es vielleicht schaffen. Und wenn man dann nicht hängen bleibt und die ganze Stadt mitnimmt. So, jetzt. Genau, da sind wir auch schon. Noch, so wie sie das gehört. Wir kündigen uns natürlich an. Das wird was kosten, Sir. Ja, gut, das mache ich lieben gerne. Hier, bitte. Danke, Officer. Und nächstes Mal rammt ihr mich bitte nimmer, ja? Hier, habt ihr das verstanden? Ja, schon recht. Kann ich wieder laufen? Dankeschön. Tür öffnen. Ab geht's. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Dankeschön. Und es lädt mal wieder. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt schon tot sind oder noch leben. Tja, und es lädt wie sonst was. Da muss irgendwas Größeres vorgefallen sein. Was geht hier vor, Joe? Was hier vorgeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann.